Leute, ein herzlich willkommen zum neuen Vlog auf Alles Alex Ja, das ist der eigentliche Montagsvlog, an dem ich frei hatte. Den nehme ich jetzt zwar am Dienstag auf, aber das ist ja egal. So, ich hatte ja gesagt, dass wir uns ein bisschen Produktion angucken, wo ich mitgewirkt habe. Es sind gar nicht so viele, ist mir aufgefallen. Also die man online findet. Ja, ein Teil gibt's halt. Oh, weil ich müsste mal gucken. Gibt's. Also schnacken wir gar nicht lange rum, weil ich habe zum Vlog von den alten Videos gesagt bekommen, ich palaber zu viel und soll einfach mal meinen Maul halten. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht, ich muss reden, Digga. Es geht nicht anders. Ich weiß auch nicht warum. Es geht um Horror liegt im Detail. Im Prinzip geht es einfach nur darum, er hat Thesen aufgestellt, die dann andere widerlegt haben. Und da hatte ich gefühlt 2 Sekunden Auftritt. Und also wir schauen mal kurz am Anfang rein und dann spule ich zu dem Teil, wo ich vorkomme. Ich gucke gern Horrorfilme, vor allem weil Blut spritzt und vor allem gucke ich gern Zombies an. Alles klar, Digga. Also die Leute hier jetzt am Anfang, die erzählen einfach, was sie mögen, was sie nicht mögen an Horrorfilmen. Und dann hat er Thesen eingeblendet. Ein guter Horrorfilm enthält verschiedene Elemente für mich. Natürlich als allererstes. So, und das ist im Prinzip sein Hauptprotagonist, der halt die Thesen widerlegt. Oder sagen wir, den Thesen widerspricht oder ihnen zustimmt. Ich hätte mir mal vorher merken sollen, wo ich vorkomme. Ich suche hier gerade. Steckt da hinten im Schatten drin. Dass man sich fokussiert auf das Licht und das Dunkle, bisschen was Unbekanntes. Habe mich gefunden. Die These lautet, im Horrorfilm, also ihr könnt es ja auch lesen, wird der Schnitt so angesetzt, dass Verwirrung unter den Zuschauern entsteht. Und da ja mein Fachgebiet, sage ich mal, Schnitt war, hat er mich halt gefragt, ob ich zu der These etwas sagen könnte. Und ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, wie in meinen Videos, und habe da ausführlich drüber philosophiert. Man höre und staune. Ich glaube, die Frage ist einfach länger eingeblendet als meine Antwort überhaupt. Nein, ein Horrorfilm wird mit vielen aufeinanderfolgenden Schnitten dafür gesorgt, Spannung bei den Zuschauern zu erzeugen. Boom, Alter, was habe ich da für eine philosophische Meisterleistung an den Tag gelegt und rausgehauen, Alter. Video Nummer 2 ist auch ein Projekt gewesen, das ich glaube ursprünglich mal 2014 angefangen hat, also als mein Studium begonnen hat. Wir hatten am Anfang 150 Bands, die sich beworben hatten dieses Jahr in Baden-Württemberg. 100 beim Kesselkongress mit dabei. Also das ist jetzt so das Casting, nenne ich es mal. Da stellen sich halt die Bands vor, sagen, was sie machen, wer sie sind. Und hier vorne die Herrschaften hier, die 3, beziehungsweise 4, da sitzt noch einer links. Die haben das halt bewertet, denen Feedback gegeben und so weiter und so fort. So, ich möchte euch eine Stelle zeigen. Da waren Mitchell und ich schon ein bisschen stolz drauf. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es Mitchell ging. Aber das war ein Schnitt, den keiner bemerkt hat. Keine Sau. Man muss erst auf Nachfrage. Ich spiele es jetzt mal ab und dann antwortet bitte ehrlich in den Kommentaren, ob ihr es gemerkt habt, nachdem ich es euch dann verraten habe. Also wir gucken mal kurz. Ich bin Andreas Schmidt, arbeite als Musikredakteur bei Antenne 1 und bin als Dozent heute hier. Ich wollte Ihnen unbedingt erklären, wie Radio funktioniert, weil Radio ja immer noch eigentlich der wichtigste Multiplikator für Bands und für Musik ist. Und ich wollte zum einen mal erklären, wie das funktioniert, weil ich kann nur mit einem Medium arbeiten, von dem ich weiß, wie es tatsächlich funktioniert. Und zum anderen Ihnen dann sagen, wie Sie vielleicht Ihrem Ziel ein bisschen näher kommen können. Frage, habt ihr es bemerkt, was wir so cool fanden, oder den Schnitt, den man eigentlich nicht merkt? Habt ihr ihn vielleicht bemerkt? Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. So, achtet mal jetzt auf den Schnitt gleich, der jetzt hier kommt. Und zwar der hier, ja. So, also von ihm hier in der Schärfe, genau, von ihm hier, also er geht in die Unschärfe, der Hintergrund hier wird scharf. So, und jetzt sehen wir gleich, was ich meine. Und zwar hier das Bild gespiegelt und der Effekt rückwärts. Hintergrund wird unscharf, er im Vordergrund wird scharf.
Und es hat, also ohne Scheiß, das hat keine Sau bemerkt, dass wir dieses Schnittbild zweimal benutzt haben. Aber einfach nur gespiegelt und den Effekt umgedreht. Keine Sau. Also antwortet mal ehrlich in den Kommentaren, habt ihr es bemerkt, ja oder nein? So, und jetzt zeige ich euch noch einen weiteren Abschlussfilm von zwei anderen Jungs. Du hast noch kein gutes Gefühl dabei. Stell dich nicht immer so an. Was willst du da eigentlich? Warum hast du mich hierher geschleppt? Vertrau mir einfach, du wirst schon sehen. Wer kennt hier Madame links? Gut, man erkennt jetzt nicht so viel, weil sie sich nur von hinten zeigt. Jetzt vielleicht ein bisschen besser. Ja, Madame links war auch meine Hauptdarstellerin in meiner Abschlussproduktion. Die gute Nina. Also im Film hieß sie Nina. Gut, ich muss ehrlich zugeben, also wenn ich das mit meinem Abschluss oder mit meinen Abschlussfilmen vergleiche, sind halt Welten. Aber die hatten auch ein Team von, lass mich lügen, 10, 15 Leuten oder so. Eine Kamera, der andere das, Licht. Aber zum Thema wegen der Note, weil, also vielleicht wisst ihr es ja, ich bin ja durchgefallen, zweimal. Meine erste wurde zersägt wie noch was im hier Bewertungsgespräch. Und Nummer 2, ja, wurde mir auch gesagt, hat leider nicht gereicht. Zweitkorrektur auch nicht, die war sogar nochmal ein bisschen schlechter. Klar, wenn ich es jetzt vergleiche, keine Frage, die haben glaube ich 90% dafür bekommen. Ich wusste ja, meine wird keine 90er, aber naja. Übrigens gibt es dazu auch ein Making-of, da sieht man mich auch und sieht meine Tätigkeit, die ich dort ausgeübt habe. Der Licht passt auch. Und zwar war der Herr Alex Banovic der Lightning Technician. So, nur nochmal um einen Vergleich zu haben. Ich zeige euch jetzt mal, ich weiß nicht, wer es von euch schon angeguckt hat oder auch nicht. Großteil wahrscheinlich schon. Ich zeige euch mal jetzt meine Abschlussproduktion, meine erste. Das war eine Doku über mich selber als YouTuber. Damals hieß ich ja noch Topra und das war die Topra-Doku. Ja, mein Start in den Tag, der sieht eigentlich aus wie bei jedem anderen. Ich stehe morgens erstmal auf, aber dann kommt das Erste, was anders ist. Und zwar setze ich mich direkt vor den PC und baue dann mein Equipment auf, denn ich mache Gaming-Videos auf YouTube, sogenannte Let's Plays. Und nach dem Equipmentaufbau geht es dann auch direkt in die Aufnahme. Ich muss immer noch sagen, so scheiße finde ich es gar nicht. Also ich finde es echt okay. Oh, die Laufzeitanzeige rot. Gleich wird es wieder ausgehen. Morgen muss gleich wieder. Irgendwie, wurde es halt Ritsche, Ratsche in der Luft zerrissen. Und zwar wurde der Gegenschnitt, der jetzt gleich kommt, der wurde extrem in der Luft zerrissen. Der hier. Ja, weil scheinbar das hier ein bisschen zu hell sei und also viel zu grell. Nee, geht gar nicht, Digga. Okay, ja, es ist grell, gebe ich zu. Ja, zu einem Fast- ich glaube, der nächste Schnitt, der wurde auch gleich geht, direkt. Es könnte auch mal unterwegs dann was packen. Ja, jetzt mal, aber nicht so viel. Oh Gott, ich gehe mir selber auf den Sack. Wo steht hier bei dem Auto? Dieser Schnitt. Ah, wie viel Reifendruck das haben darf. Den fanden auch das viele nicht cool. Das ist die gute Frage, ne? Weil ich dann nach meinem Reifendruck suche. Es macht doch nicht wirklich Sinn, aber ich sag ja davor, vielleicht gab es eine Panne oder so. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, wir gucken in Starkom. Mein legendärer Satz, mit dem Ritwan mich sehr oft und sehr lange zitiert hat. Was ist das? Das gefällt dir nicht? Gut so. Dani, gefällt dir nicht, dass ich so viel laber? Gut so. Und ja, also die Quali muss man schon sagen, also geht schon gut ab. Ach, Baby. Und da ist sie wieder, Maria. Hi, hi. Doch ein wenig Spaß haben mit dem Spaß. Nenn ihn nicht so. Und ich bin nicht ein Baby. Ja, Mann, ich hab's voll drauf. Ich rede überhaupt sehr gefühlvoll. Und mit sehr viel Elan in der Stimme. Was ich also selber richtig geil fand, war am Ende. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt noch zum Abspann? Der sieht ein bisschen langweilig aus, so normalerweise Abspann. Ach, ich blende mal noch mein Storyboard ein vom Schuh. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ja, das finde ich schon ziemlich geil, Alter. Ja, geiles Storyboard. Das hat er richtig geil gemacht, ohne Scheiß. Ich frage mich gerade, also ich trage ja sehr oft Mütze. Ich frage mich gerade, habe ich jetzt im Film Mütze getragen, weil es im Storyboard so ist? Oder einfach nur wegen der Gewohnheit? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, hier sieht man übrigens, dass, also hier jetzt gleich, dass ich gleich sehr viele Parts selber übernehme. Licht, Schnitt, Produktionsleitung. Das war es natürlich noch nicht. Was nämlich nicht fehlen darf, ist der Knaller. Alter, mir fällt gerade erst auf, dass dieses Kennzeichen ein K für Knaller hat. Alter, das ist mir noch nie aufgefallen. Es war mal wieder einer dieser üblichen Tage.
schlenderte morgens gemütlich durch die Tiefgarage und zündete mir erstmal ein Zigarettchen an. Ja, ja, der Knaller. Also es ist eh alles verlinkt. Guckt es euch ohne Scheiß mal an. Also der Knaller ist wirklich der Knaller. Sagt ja schon der Name. Kleiner Funfact am Rande übrigens. Wir haben das nur so genannt. Und zwar, weil in diesem Schnitt hier... Später las ich wie jeden Morgen in meinem Büro meine Zeitung. Hier haben wir nicht drauf geachtet, wo der Fokus liegt. Und nachher beim Sichten der Dateien oder Sichten des Materials haben wir gesehen, der Fokus liegt auf Knaller und nicht auf meinem Gesicht. Wir wollten es eigentlich auf meinem Gesicht haben, aber naja, gut. Und dann haben wir gesagt, Alter, weißt du was? Also zum jeweils anderen, ist klar. Dann haben wir gesagt, ey, wir nennen das Ding einfach Knaller. Weil wir verkaufen das einfach so, als wäre es Absicht. Das war es jetzt aber tatsächlich mit Sachen, wo ich so mitgewirkt habe, die ich produziert habe, geschnitten, selber gedreht und dies und das. Und die Produktion übrigens, der Knaller, das hat 88% bekommen. Das ist eine sehr gute Note. Für dafür, dass wir das einen Tag oder zwei Tage vor Abgabe gemacht haben. Ja, für mich heißt es jetzt erstmal gleich wieder Schnibbelei sein Vater und nochmal Dani. Gefällt dir nicht, dass ich so viel labe? Gut so. Ich verabschiede mich aus diesem Vlog, in dem ich euch meine Produktionen, Mitwirkungsdinger gezeigt habe. Und sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Fuah!